Hallo und herzlich willkommen zu der letzten 10 Runden. No time to relax in dieser Session. Alter. Mal gucken, welche sich hier durchsetzen kann. Probiert das nicht zu Hause. Dieses Wochenende hast du dich entschieden, das Schweißen auszuprobieren, nachdem du dir zu viele Heimwerker-Sendungen angesehen hast. Zu viel Finn Kliman geguckt. Okay, meinem Haus geht's so gut. Ich glaub, wenn man den guckt, man nicht unbedingt schweißen. Was denn? Ja, irgendwas, was nicht schweißen ist. Aber der schweißt voll oft. Ja. Vielleicht liegt das an ihm. Ihn? Junge, das sieht immer scheiße aus und er verliert jedes zweite Mal ein Auge oder so. Jedes Mal verliert er Augen, Alter. Ja. Schon krass mit dem. Ja, gut, dass er aus der Nähe von Tschernobyl kommt, Der Pikestar. Das ist richtig krass, ne? Die Natur ist wohl richtig in Tschernobyl wieder drin, ne? Richtig viele Tiere und so. Weil, also du hast zwar quasi so einen Debuff, weil es radioaktiv ist, so ein bisschen. Aber dass der Mensch nicht mehr da ist, ist so ein krasses Plus, dass sich die Natur denkt, so geil, Junge, rein da. So. Feuerfestes Babysitting. Du hast zugestimmt, die Hürden deines Onkels im Militär zu babysitten, welche gerade erst ihren ersten Flammenwerfer bekommen haben. Warum hat das Geld gekostet? Müsste ich fürs Babysitten nicht bezahlt werden? Nicht, wenn du es anzündest. Das Baby anzünden. Ich habe nie zugehört bei der Karte, um ehrlich zu sein. Gar nicht, ob sich die Siegchancen für fucking Lotto erhöhen, wenn wir mehrere Lose kaufen. Wahrscheinlich, oder? Ich bin auch gestresst. You spent the weekend clicking online ads that promise free money. And it worked. $13. Nice. Junge, Leon ist einfach so rich, ne? Das kommt jetzt Rich Kid. Ist echt krass. Das ist wie in Real Life, Alter. Du musst nur das Money beherrschen. Weißt du, warum wir echt so. Ach so, nee. Nee, passt schon. Nee, alles gut. Und so. Siehe Regel 13516. Hallo, unsere Wohnung ist richtig edel. Dieses Wochenende hast du eine neue Sportart erfunden. Jetzt musst du nur noch einige Leute finden, mit denen du sie spielen kannst, welche bereit sind, die 1300-seitige Anleitung durchzulesen. Ey, was ist doch weiter runtergegangen? Are you kidding? Stongs haben nicht geworkt. Warte mal. Ja, einmal kann man doch wohl entspannen. Entspann dich mal ein bisschen, Alter. Alter. Dieses Maß aber. Okay. Du wolltest kurz mal alles in eine Hand halten, ne? Das ist auch alles investiert, Alter. So. Silber. Ja, die hat ihren Finger schon auf dem roten Knopf, Alter. Ich würde dir nicht vertrauen. Marcel, vertraue ihr nicht. Ne? Okay, ist deine Entscheidung. So, jetzt kriege ich 18. Es wechselt halt wirklich. Ja, krass. Ja. Marcel, geh mal bitte bei Vexcom rein. Gleich. Als ob du 1600 Work Experience schon hast. Was geht denn bei dir, Junge? Was geht denn? Da werde ich wohl bald Makler. Ja. Kannst du mal bei Vexcom eben kurz reingehen? Und auf was Chefentwickler? Bitte? Chefentwickler. Ach, technischer Leiter? Marse, ich hab dir das mit der Miete gesagt, ja? Wir sind ein Team.
Okay, technischer Leiter. Okay, 1600. Was wollte ich nochmal? Genau, Makler. Hätte ich jetzt noch ein bisschen mehr Geld. Du fühlst dich gestresst. Mann! Ich bin dauergestresst einfach. Eine spitze Leistung beim Jonglieren. Dieses Wochenende bist du zu einer Ten- und Pella-Zaubershow gegangen und hast versucht, einige ihrer Tricks nachzumachen. Ein Messer aus Händen rauszubekommen ist teurer, als du dachtest. Und du hast halt 5 Stress. Ja, ist entspannt, oder? Guck, da ist mein Goldfisch. Wo habe ich mir Essen gekauft? Ah, fuck. Das weiß ich nicht. Oh, no. Alter, ihr beide so viel Geld, Alter. Uff, erstmal alles kaufen, was geht, sagst du? Ja, ich glaube, es hoffentlich fackelt deine Wohnung ab. Okay, dankeschön. Minus 33, korrekt, Alter. Und da ist aber nichts passiert. Das ist aber 3600 Money. Alter, das ist so krank, ne? Aber nur 1100 Erfahrung, aber. Echt nicht viel. Und Bildung hat er jetzt auch nicht so viel. Er hat genauso viel Bildung wie ich, ne? Echt? Ist halt schon ziemlich dumm, ne? Was bringt die Waschmaschine? Unsere Kleidung geht nicht mehr kaputt. Oh, könnte sein. Weiß ich nicht. Weil die kostet auch als einziges so krass viel. Könnte sein. Boah, ich kann nicht nochmal arbeiten gehen. Ehre. Ja, insane. Ehre. Lotto? Oder Zamunda-Betrug? Dieses Wochenende hast du gelernt, dass König Jaffi oder Jaffe und das Land Zamunda nicht existieren. Ach lol, das war... Ich dachte, das wird so eine Zalando-Karte. Zamunda ist doch... Der Prinz von Zamunda ist doch der Film mit... Ach, Eddie fuck, Murphy. Kein Geld. No. Aber warte, ich arbeite doch hier. Der Prinz, der was für ein Film? Der Prinz von Zamunda. Ja, was damit? Das ist doch ein Film mit Eddie Murphy. Lol. Ich glaube, den kenne ich sogar. Also ich weiß nicht, ob der so heißt, aber ich kenne den Film, denke ich. Wo der so nach Amerika kommt, ne? Und sich da einlebt oder so ein Scheiß. Genau. Boah, und ich muss eben auf Toilette. Ach, ich bin dran. Ich suche gerade... Ah, ja, der Prinz von Zamunda. Okay. Yeah, lokale nice. Ludo-Meisterschaften. Du hast das Wochenende damit verbracht, Haferflocken zu essen und Ludo gegen dich selbst zu spielen. Warum bringt mir das keine Freude? Das ist entspannt, Bruder. Alter. I spent the weekend buying parts for and setting up Bitcoin mining station. It's sure to return the investment any moment now. Ach ja, RIP Leute, die zu spät in Bitcoin eingestiegen sind. Wait. Wow. Fuck you. Oh, scheiße, Essen muss ich gleich mal gucken. Junge, er ist richtig durchgeballert. Jetzt müssen wir auf Marse warten. Also bin ich, ne? Wenn ich will, Junge, ich mach den Master morgen, ganz ehrlich, ne? Scheiß auf Laden. Master morgen. Master morgen.
Jetzt müssen wir hier die Zeit überbrücken, bis Marcel weg wieder da ist. Ich bin ja schon da. Schlimm mit dem. Junge, wir wurden ja wegen krassen Bauarbeiten aus unserem Hauptgebäude vertrieben, ne? Und die Profs meinten dann irgendwann so, ja, fuck you, wir gehen einfach trotzdem wieder rein. Und jetzt irgendwie gestern oder vorgestern haben wir das erste Mal was davon mitbekommen. Es war so richtig leise im Hintergrund. Alle 10 Minuten kam mal so ein kurzer Bohrer, so, und das war's. Aber heute, ne? Es ist irgend so eine komische Scheißmesse direkt vor dem Hauptgebäude. Und die hatten da einfach Bands, Alter. Junge, es war halt so fucking laut, ne? Waren im zweiten Stock, glaube ich, mit so Doppelfenstern, weil irgendwie, ach, keine Ahnung, warum die Doppelfenster da haben. Ich glaube, wegen Denkmalschutz oder so ein Scheiß. Ist aber egal. Jedenfalls, du hast nichts von der Band gehört, ne? Nichts, außer den Bass einfach zwischendurch. Aber der halt richtig laut, ne? Der hat richtig gekickt, sagst du? Der hat richtig geballert, Alter. Ohne Scheiß, ne? Und, Junge, und da war eine Band, kein Plan, was die für Musik gemacht haben, ne? Aber, Junge, die ganze Zeit so. Alter, und Scheiß, das war so behindert. Oh, Alter. Er sah alles am Beben. Na, vor allem hattest du manchmal so 5 Minuten Ruhe und dann kam einmal so ein fetter Bass und dann kam wieder gar nichts. Das war eine interessante Vorlesung auf jeden Fall. Habe ich mir überhaupt einen Lottoschein gekauft? Weil bis jetzt kam noch nichts. Ich finde schon, du wärst hier. Dieses Wochenende bist du auf ein progressives Rockkonzert gegangen. Die Band hat ihren 99-minütigen Titelsong Maron Monarch gespielt, bevor sie die Bühne in Brand gesetzt haben. Die beste Show aller Zeiten. 1 auf 7. 1 auf 7. 1 auf 7. Ihre Ehre. Ihre Ehre. Okay. Ich habe meine Miete nicht bezahlt. Und doch habe ich. Okay, never mind. Kurz Angst bekommen. Habe ich halt wirklich. Weil ich glaube, bei $400 ist halt nicht so geil, wenn ich die Miete vergesse. Dass du immer noch da wohnst, ne? Bruder, ne? Statussymbole. $20 verdiene ich jetzt. Miete und this weekend you tried to speak against the government plan to lay a train track just outside your bedroom window. Korrekt, Alter. $50 dabei verloren. Auf mysteriöse Art und Weise. Warum hieß die Karte Max Mustermann? Okay, was will ich jetzt? Erstmal Job, dann Miete. Job. Okay, das habe ich schon. Das kann ich nicht. Kannst du überhaupt was davon? Nicht so. Ja, irgendwas kann ich safe, oder? Ah ja. 16. Verdiene ich, glaube ich, schon, ne? Ich verdiene 18 sogar da. Nice. Du hast diesen Job. Es kostet jedes Mal Geld, sich umschreiben zu lassen. Yikes. Okay. 16, hä? Ist doch fucking retarded. Ach, das kann ich auch machen für mehr Work Experience. Okay. Alter, 3800, Alter. Oh, nicht, wie ist es überfallen? Welche 3000? Du hast beschlossen, am Meer zu spielen und wurdest von den Wellen mitgerissen. Du hast den Sonntag zum Teil nackt in einem Bus nach Hause verbracht. Ja, geil. Finde ich auch ziemlich geil. Machen sie da nackt im Bus. Sie ein bisschen geworkt. Nice. Ja, wir gucken uns mal den Goldkurs an. Oh Gott, what the fuck? Oh, Silber. Investieren, Junge. Investieren, alles. Das ist auch geil. Warum sind da eigentlich Häkchen bei dir? Hast du einfach permanent da rein investiert, oder? Weiß nicht. Nee, also bei mir ist nur ein Haken. Bei mir sind 3. Mir auch. Wo ist denn bei dir der Haken? Bei Aktien und bei Anleihen jetzt.
Weil ich bei beiden aktiv subscribed hab. Weißt du was? Ich heb mal ein bisschen was ab hier. Soll ja auch nicht zu viel werden, ne? Hast du recht. Oh, gesundes Essen sogar. Oh, wait. Crazy, Alter. Ich wollte eigentlich noch zum Kultur gehen. Das schaffst du. Ach, gut, dass ich mir noch keinen Lottoschein gekauft habe, weil dann hätte ich es nicht geschafft. Für die Oper. Ja. Kann ich nicht? Keine Zeit, schade. Aber es bringt Glück, dass das Wochenende deiner, du hast dieses Wochenende deine Glücksmurmel in die Gilbert-Schlucht fallen lassen. Der einzige Weg, sie zurückzubekommen, war durch eine Reihe von Bungee-Sprüngen. Du fühlst dich gestresst. Mann! Ich fühle mich nicht gestresst. Mein Stress geht sogar runter. Aber trotzdem mega viel Stress. Alter, kostet das viel. Junge. Hat einen ganzen Tag gekostet jetzt. Das sind 10 Stück. This weekend your neighbors turned out to be devil worshippers. Ja, okay, hatten wir schon. Frage ist, wie viel Arbeitserfahrung ich habe. Einmal worken. 5. Okay. Ich würde dir eine Studio 5 geben, Alter. Man kriegt richtig viel, wenn man in hohen Jobs arbeitet. Mhm. Wäre auch super, Alter, wie lange würden denn sonst die Spiele gehen? Naja. Kriegst einfach nie einen hohen Job. Ich glaube, ich muss bald auch 6000. Krank. Auch im Wex-Korb einsteigen. Bitte? Werden wir Arbeitskollegen, Alter. Also es ist schon clever, die Sachen immer auf die Bank zu legen, damit da mehr Geld raus wird. Ja, bei Wexkorb wird ein bisschen schwierig, Marcel. Warum? Ja, mit deinem Abschluss? Ja, guck mal, das ist alles Tech Education. Ei. Ja, aber da kann ich arbeiten. Actually nicht so viel. Bitte. Kannst du nochmal bei Wexkorb eben kurz reingehen? Kannst du dort hin, aber das ist halt scheiße alles. Zur Bank kannst du gehen. Bank gibt noch relativ viel. Kannst du gleich mal nochmal... Oh. Ja, ich geh da gleich rein. Oh shit, was kommt jetzt? Plus 44, jo. Nice. Sehr gut. Und gesundes Essen. Uff, und die Opa. Ach so. Die gute Opa. Dieses Wochenende hast du gedacht, dass du ein paar Tickets für ein Queen-Cover-Konzert gekauft hast. Doch es stellte sich heraus, dass es sich um die japanische Oper Kurofune in Originalsprache handelte. Aber hat Spaß gemacht. Hat Spaß gemacht. Hat ein 10 viel Spaß gemacht. Marcel sitzt da so drin, Weep intensifies. Okay, ja. So. Bam, 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 Junge, bam, bam, bam. Skatatata. Gold? Die Falle gehen halt um. Nee, Gold nicht. Gold leider nicht. Schweineärsche vielleicht. Ja, aber Schweineärsche ist so winzig. Das bringt nichts. Naja, leider nicht so viel Cooles hier. Nee. Ich glaube, ich lasse es erstmal. Und. Was geht, Pimp? Kein Ding, G. Kein Ding, G. Ich glaube, ich fliege in den Weltraum. Ja, das hat so 1200 gekostet. Ja. Wo arbeite ich nochmal? Ich glaube, ich arbeite bei der Bank jetzt, oder? So, jetzt müssen wir mal gucken. Geh mal bei Wexcom gleich nochmal kurz rein, bitte. Bank. Oh, wait, warte mal. Aber ich glaube, dieses PC-Ding kriegt man auch mit meiner. Das kannst du, aber ich weiß nicht, ob du das in 4 Runden schaffst. Nee. Ich glaube auch nicht. Aber hätte ich machen können, wenn das denn gehen würde. Ja. Ja, das Einzige, was ich noch machen kann, ist auf die Bank hinarbeiten. Aber jetzt in 4 Runden?
Doch, kannst du safe schaffen. Ja, nützt es mir dann am Ende noch was? Das ist eine andere Frage. Aber erstmal fliegen wir jetzt ins Weltraum. Ja, nice, Alter. Komm, wir schreiben uns einfach mal erstmal ein. Warzenwelten. Das haben wir schon mal gesehen. Wie viel Geld habe ich gerade? Okay. Erstmal entspannen. Yoga machen. Uff, ein bisschen viel Yoga. Nö. Ich muss ja auch ein bisschen, weißt du, muss auch ein bisschen Sport machen, muss sich körperlich bewegen. Oh. You ate only half a hot dog in a eating competition this weekend before vomiting all over the place. Korrekt, Alter. Ah, hier, guck mal, da steht sogar, wo ich arbeite. 6000 ist halt insane viel. What the fuck? Ah, noch. Ja, muss erstmal Geld abheben, ne? Geh mal ein bisschen shoppen, Alter. Was brauche ich noch für? Ich kaufe für die hier, Alter. Scheiß drauf. Hauptsache, deine Dings wieder haben. Einfach hier irgendeine Scheiße kaufen jetzt. Ja, ich gehe gleich auch einkaufen. Dann kaufe mir einfach alles. Nee, aber ich will mir die Waschmaschine kaufen. Oder vielleicht noch in den Weltraum, je nachdem, wie viel das bringt. Ja, aber wenn die Waschmaschine... Ah, scheiße. Wenn die Waschmaschine wirklich bewirkt, dass du keine Klamotten verlierst, ist es, glaube ich, nicht mehr so die smarte Investition. Oh, 826. Dr. Elo Muskel. Elo Muskel hat dich ins Weltall eingeladen. Mein dieser Pimmel, Alter. Hä? Die haben den auf Englisch einfach anders plus übersetzt. 100. Ne? Nice. Wie denn? Econ Husk. Econ Husk. wo hab ich... Arbeite ich nochmal bei der Bank, ne? Nee. Nicht, sagst du? Nee. Okay. Gucken wir uns mal... Ja, Gold ist also, halt nicht so geil. Hey, bei mir ist jetzt ein Haken bei dir bei Gold. Ich hab Gold gekauft! Ich hab Gold? Nein! Du hast gedrückt! Nein! Oh, nein! Not bad. Oh, Mann. Junge, was auch auf der Anzeige da über der Verkäuferin steht. Kofifi, Junge. Trollololo. GGG. Trollolol. Ei. Habe ich, glaube ich, gerade auch nicht gelesen. Das tut mir jetzt weh. Mega. Ich glaube, ich gehe noch mal ins Weltraum. Ich kann ja eh noch arbeiten, ne? Null. Arbeiten. Jetzt gehe ich shoppen. Nein. Ah ja, Mase. Bis du fertig bist, ne? Ich höre die Bankmitarbeiterin, dachten sich auch so, Mann, was willst du? 3200 oder? Nee, 1000 noch was. Nicht 2000 noch was. Nee, nicht Weltraum. Arbeitserfahrung. Achso, das weiß Job. Ich nicht. 3200. Nein, hätte ich lieber arbeiten sollen, hätte ich mir das direkt nehmen können. So viel Arbeitserfahrung, Alter? Ja. Vielleicht kriegst du mehr Arbeitserfahrung, wenn du Businesskleidung hast. Das war vielleicht. Also ich habe das Gefühl, Marcel bekommt sehr viel. Vielleicht gehe ich auch einfach mehr arbeiten. Deswegen hast du viel Geld, meinst du? Ja. Ich habe mir auch viel mehr Sachen gekauft bis jetzt, also.
das nicht die ganze Zeit auf die Pappe legt. Ja, mir wurde ein Kühlschrank geklaut, außerdem. Erstmal über die Krankheit rein, Junge. Fucking Kühlschrank, ey. Welle der Kriminalität. Ja. Es zahlt sich noch aus. Mir gusta Stream. Okay. Oh fuck, ich hab extrem viel Geld in der... Nee, hab ich nicht. Okay, never mind. War das Verbrechenswelle? Ich hab mich aufgepasst. Ja, ja, Verbrechenswelle. Nee, nee, ist nicht. Ah, nee, nee, keine Verbrechenswelle. So gar nicht. Ich weiß halt nicht, wie viel brauchte ich nochmal für den nächsten Job? Weiß ich nicht. Mal gucken. Uff, okay, den krieg ich nicht mehr. Guck, Oh, Entschuldigung, ich war schon weg. Nevermind, ist egal. Ich glaube, ich habe vergessen zu essen wieder. Ich muss erstmal meinen ganzen Scheiß Stress. Wie viel hast du bekommen? Also plus. Who let the dogs out? Woof, 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 Judith. Ah ja. Ich dachte, ich hätte vergessen zu essen. Scheiße, but I fooled myself. Habe ich das gekauft oder habe ich es nicht gekauft? Die Mitarbeiterin freut sich richtig. Oh Mann, ey. Essen für eine Woche 1000... Nee, Essen für eine Woche 800 Euro ist aber auch viel. Kostet doch gar nicht so viel, oder? Doch, Essen für eine Woche kostet doch... Euer fucking Ernst jetzt? Nee, kostet gar nicht so viel. Kostet irgendwie 80. Ja, 80. Stimmt. Man kann nur eins kaufen auch. Alter. Das ist nein! Das war da! Du wirst verarscht! Oh ja! Oh ja! Oh yes! Leck mich doch mal! Oh yes! Oh yes! Komplett behindert! Da! Oh yes! Oh yes! Oh guck mal, mein Zeichen ist egal. Miete fertig. Alter! Erstes Golden, weil es halt so hoch ist. Okay. Habe ich noch Essen? Ja. Bin ich gestresst? Nein. Ich muss meinen Stress immer noch abbauen. Okay, Level jetzt 20 oder so. Hab ich. Erstmal Miete. Junge, ich vergesse halt auch jede Runde immer zwei Sachen, die ich eigentlich machen will. Erstmal gucken. Ich hab schon wieder Gold gekauft! Nee, gut, ich konnte es nicht kaufen, weil ich es schon mal gekauft habe. Ja, ich glaube. Da hab ich reingelackt. Komplett am Ausrasten. Er muss mitfiebern. Okay. Kostet es Geld, einen anderen Job anzunehmen? Ich weiß nicht. Es kostet, glaube ich, Zeit. Ich glaube nicht, dass es Geld kostet. Okay, dann werden wir jetzt erstmal... Ich brauche noch die Bank. Ich brauche noch Bildung. Ach, scheiße. Ah, da habe ich nicht gedacht. Du hast nur noch zwei Runden. Also ich glaube nicht, dass es sich lohnt, das zu kaufen. Umzusteigen. Okay. Vielleicht. Reise ins Weltall! Miete ist fertig. Du musst auf jeden Fall darauf achten, dass du am Ende nicht so viel Geld hast, Niklas, weil Verbrecher und so. Ja, daran habe ich auch schon gedacht. Muss schon ein paar Sachen kaufen, oder? Und hoffentlich wird Leon der Kühlschrank geklaut. Und 1000 Dollar. Dann steht dir aber hier Kopf, Alter. Oh shit, oh shit, oh shit. Ah. Mann, da läuft jemand mit 1000 Dollar rum. Also, so ein Dreck. Spielt man die 30. Runde noch? Ja, ne? Ja, ich meine schon. Das ist die finale Runde dann.
Hast ja auch nicht so viel Geld, Leon, ne? Muss man sich jetzt auch nicht alles kaufen. Alles kaufen? Alles kaufen. Ich kann es mir auf jeden Fall leisten, so. Dann machst du es nicht. Ich glaube nicht, wieder dein ganzes Zeug einfach geklaut. Das wäre so geil. Ich hab noch Plus gemacht bei dem Gold. Nice. Okay, ja, Essen reicht noch. Das heißt, wir gehen jetzt direkt. Ich glaube übrigens, es bringt dir nichts, jetzt fünfmal ins Weltall zu fliegen, ne? Weil wenn der Balken noch voll ist, ist er, glaube ich, voll. Just saying. Nee. Ja. Es geht weiter. Dein Geld ist auch voll. Es muss weitergehen. Immer ja, aber weiter. Geld kannst du hinterher immer verwerten. Weiter. You get me? You get me, bro. Ich glaube, Spaß geht auch weiter. Kann ich nee, da noch rein? Das, also das Geld, was ich mehr bekomme, zählt ja auch nicht mehr in die Punkte wahrscheinlich hinterher rein. Du hast aber nur mit dem Geld kannst du halt in-game was anfangen. Freibier, dieses Wochenende hast du versucht, den Schimmel an deiner Decke zu benutzen, um eine neue Art von Bier zu brauen. Das ist schon hart eklig. Aber guck mal, sein Bild vergrößert sich und da ist die Leiste auch wieder größer. Bei Spaß. Ja, ich glaube nicht, dass es so funktioniert. Es ist einfach nur größer, damit du den Charakter siehst. Weil guck mal, sonst würde die Leiste für Spaß ja auch weitergehen, nicht einfach genauso groß bleiben. Oder willst du mir sagen, dass er zufällig genau diese Größe hat? Ja. Ah ja. Also sie sieht sehr gut für Marse aus. Ich meine, man kann ja, also es gibt am Ende einen Gewinner, ne? Also das sieht für Marse nicht schlecht aus. Und dass der Poder im Kühlschrank geklaut wurde. Ja, das stimmt. Wer weiß, was noch passiert hier. Mhm. Das bringt halt auch alles nichts. Durchziehen, Bruder. Oh, ich hätte die kaufen sollen. Letzte Woche, Leute. Finale Woche. Was machen wir? Kleidung kaputt. Und minus 127 bekommen. Nice. Wie viel Geld braucht man denn, um den Geldbalken voll zu haben, Alter? Weiß ich nicht. Das weiß ich auch nicht. Für Leon sieht's auch nicht schlecht aus. Ja, Bildung könnte mich halt in den Arsch ficken, weil Bildung kannst du nicht kaufen. Ja, aber so viel weiter sind wir ja nicht. Vom Balken her. Wir sind ein Ja, das kostet mich die komplette Runde, wenn ich das machen will. Ja, kann ich okay, aber guck dir mein Geld an. Ich habe gar kein Geld. Und Leben du hat... bist nicht meine Competition. Gut. Marcel. Jetzt mach ich noch am Ende Geld, Alter. Du nicht weit von Marcel weg bist, glaube ich. Das stimmt. Okay, ich glaube 3000 braucht man. Ich habe nicht mehr genug Zeit. Egal, ist eh vorbei. Ich werde ja nicht mehr ausgeraubt. Papierschnittwunde, du hast vergessen zu essen. Ach, stimmt. Ah, fuck. Ja, jetzt auch egal mit Essen. Alter, das dauert ja. Das kostet ja einen ganzen Tag, Alter. Hoffentlich wirst du ausgeraubt. So und so. Da hab ich noch Geld. Oh, lol, ich habe mit mega viel Geld aufgehört. Nein. Ja, du wirst irgendwie nicht ausgeraubt. Ich hoffe, Marcel gewinnt. Hoffe ich auch einfach. Warum steigt mein Lebensbalken nicht mehr? Weil du ein Roboter bist. Der steigt doch. Der steigt, aber dann wird's leicht. Jetzt ist er nicht mehr gestiegen. Yoga ist auch besser als Proteinshake, ne? Nur so. Ja. Kostet auch dreimal so viel.
Ja, ich wollte es dir nur sagen. Also, wenn du einen Proteinshake kaufst, ist ja kein Wunder, dass dein Lebensding nicht weit hochgeht. Hä? Es kostet 110 und gibt nur Leben. Also, ich würde schon erwarten, dass es mehr hochgeht als bei Let It Burn. Ich hoffe, Marcel gewinnt. Los, Marcel. Du machst das. Ich glaube auch an mich. Ich weiß nicht, er hat halt mehr Leben. So. Aber du hast mehr Bildung. Ja, das stimmt. Leon ist hart am Überlegen. Aber er hat auch so viele Sachen in seiner Wohnung, ich nicht. Ich glaube halt echt nicht mal, dass das reinzählt. Nee, zählt er nicht. Jetzt holt er sich noch aber Bildung. Aber ich verstehe nicht, warum er sich Dings nicht gekauft hat. Leben. Leben hätte er voll kriegen können. Es hat insane wenig gebracht, das zu kaufen. Naja. Oh! Nein! Schade. Hast du vor? Was? Was? Ja, wahrscheinlich. Woo! Hier ist mein Staub, Alter. Holy shit. Yo. Junge, das ist vernichtet. Dieser eine Kühlschrank, Alter. Dieser eine Kühlschrank, der mir geklaut wurde. Der war's. Ja. Na gut. Mann. Das ja. war No Time to Relax. Leon hat gewonnen. Das heißt, wir sind alle ziemlich traurig. Ich würde sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Tschüss. Ich find's echt schade, dass Marcel nicht gewonnen hat. Alter, so close, Mann. Boah, guckt euch den Gewinner-Screen noch an. Es fühlt sich direkt fünfmal so gut an zu gewinnen, wenn alle anderen nicht wollen, dass du gewinnst.